Hallo, heute lesen wir ein Märchen aus Korea. Shimjeong, die gute Tochter. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Ajumon, Yennal, Yechoge. Es war einmal ein Mädchen namens Shimjeong, das nicht nur hübsch und fleißig war, sondern sich auch hingebungsvoll um ihren blinden Vater Shimpungsa kümmerte. Eines Tages kam sie nicht zur gewohnten Zeit von der Arbeit zurück, sodass sich der Vater voller Sorge auf die Suche nach seiner Tochter machte. Als er sich seinen Weg über die Brücke ertastete, stolperte er und fiel ins Wasser. Hilfe! Hilfe! Ein Mönch rettete den Blinden und murmelte dabei. Wenn der Buddha nur 300 Säcke Reis als Opfergabe darbringen würde, wird er sein Augenlicht wieder erlangen. Was sagt ihr da? Rief Shimpungsa. Der Mönch erklärte es ihm und Shimpungsa gelobte aufgeregt, das Opfer bringen zu wollen. Zu Hause machte er sich aber gleich Vorwürfe. Wie konnte ich Bettler nur ein solches Versprechen machen? Als Shimjeong, die nach einer Feier im Hause des Adligen, wo sie als Dienerin arbeitete, zurückkam, servierte sie ihrem Vater einige Delikatessen von der Festtafel. Aber Shimpungsa kostete kaum davon. Was quält euch, Vater, Aboji? Wollte Shimjeong wissen. Es ist nichts. Doch Shimjeong gab keine Ruhe, bis der Vater ihr von seinem Gelübde erzählte. Otokado, wie soll ich nur das Geld auftreiben? Aber ein Gelübde, das muss man halten. Eines Tages hörte sie, dass Seeleute eine Jungfrau als Opfergabe für den Drachenkönig suchten. Jeder Preis war ihnen recht. Shimjeong ging sofort zum Hafen. Die Seeleute, überwältigt von der Pietät und Opferbereitschaft des Mädchens, waren mit dem Preis von 300 Sack Reis einverstanden. Glücklich sah Shimjeong zu, wie die Männer die Säcke zum Tempel brachten. Sie eilte nach Hause, um ihrem Vater die gute Nachricht zu überbringen. Aber ihr Herz stockte, als Shimpungsa fragte, woher der Reis komme. Oh, meine Herrin möchte mich adoptieren, erklärte Shimjeong, der bis dahin nie eine Lüge über die Lippen gekommen war. Der Reis ist ein Geschenk. Beim nächsten Vollmond werde ich als Tochter in ihr Haus ziehen. Oh, wunderbar! Freute sich Shimpungsa, der die Zukunft seines einzigen Kindes gesichert sah. Der Gedanke, sich dem Drachenkönig zu opfern, flößte Shimjeong zwar Angst ein, aber der Gedanke, ihren Vater, Mutterseelen allein auf der Welt zurückzulassen, brach ihr schier das Herz. In der Nacht vor ihrer Abreise wachte sie an seinem Bett. Wenn doch nur der Hahn nicht krähen würde, wenn doch nur die Sonne nicht aufgehen würde. Aber der Hahn krähte. Bald darauf erschienen die Seeleute. Bitte erlaubt mir, ein letztes Mal das Frühstück mit meinem Vater vorzubereiten. Die Männer betrachteten Shimjeong mitleidig und nickten. Shimpungsa aß mit gutem Appetit. Heute schmeckt es aber besonders gut. Shimjeong schwieg. Letzte Nacht träumte ich, du säßest in einer Kutsche. Das muss ein gutes Omen sein, Tochter. Schließlich wirst du in das Haus eines Edelmannes einziehen. Da begann das Mädchen zu schluchzen. Vater, bitte vergeb mir. Ich habe mich als Opfer für den Drachenkönig an Seeleute verkauft. Nein! Was nützt mir mein Augenlicht, wenn ich dich verliere? Mehrere Tage lang war die See ruhig. Aber plötzlich warfen heftige Wellen das Schiff wie eine Nussschale hin und her. Der Drachenkönig! Riefen die Seeleute entsetzt und sahen Shimjeong an. Shimjeong schloss die Augen und sprang in die tosenden Fluten.
Innerhalb von Sekunden war das Meer wieder ruhig. Kaum war Xinchong in den Wellen verschwunden, brachten Meerjungfrauen das bewusstlose Mädchen zum Palast des Drachenkönigs, der sie aufgrund ihrer Schönheit und ihres Mutes als Tochter annehmen wollte. Als Xinchong erwachte, war sie zunächst verängstigt. Bald jedoch überwand sie ihre Furcht, dankte dem Drachenkönig und erzählte ihm von ihrem Leben. Doch je länger sie im Palast des Drachenkönigs verweilte, desto schwermütiger wurde sie beim Gedanken an ihren armen Vater, sodass der Drachenkönig schließlich beschloss, sie in die Menschenwelt zurückzuschicken. Er setzte sie in eine riesige Lotusblüte und ließ sie an die Meeresoberfläche bringen. Einige Fischer bargen die Lotusblüte und brachten sie zum König. Dessen Erstaunen kannte keine Grenzen, als sich die Lotusblüte öffnete und ein wunderschönes Mädchen aus ihr herausstieg. Der König verliebte sich und machte Xinchong zu seiner Frau. Und auch Xinchong war ihrem Gemahl von Herzen zugetan. Sie konnte aber ihren armen alten Vater nicht vergessen. Eines Tages erzählte sie weinend ihre Geschichte. Der König hatte eine Idee. Ich werde ein Fest für alle Blinden im Reich geben lassen. Wenn dein Vater noch lebt, wird er sicherlich kommen. Zahlreiche Blinde kamen zum Palast und Xinchong hielt Tag für Tag Ausschau nach ihrem Vater. Vergeblich. Doch da, kurz vor Ende des Festes, erblickte sie eine in Lumpen gehüllte Gestalt. Abuji? Meine Tochter! Meine Chong! Bist du es wirklich? In diesem Moment öffneten sich seine Augen. Ich kann wieder sehen! Und wenn sie nicht gestorben sind, leben Xinchong, ihr Gemahl und ihr Vater bis heute glücklich und zufrieden. Das war Xinchong, die gute Tochter. Vielen Dank. 감사합니다.